die Suche ist mühsam. Gestern um 15.30 Uhr fiel ein vierjähriger Bub im Pinzgau, im Salzburger Pinzgau, in die Saalach. Er wollte sich seine Füße abwaschen. Danach erfasste ihn die Strömung und er trieb ab. Sein sechsjähriger Bruder, der wollte ihm zu Hilfe eilen, sprang auch ins Wasser, wurde aber auch abgetrieben. Und dann kamen Passanten zu Hilfe, die den Sechsjährigen aus dem Wasser ziehen konnten. Der vierjährige Bruder, der Kleine, der trieb weiter ab und versank sofort. Aber einer, der uns jetzt ganz genau erzählen kann, wie das abgelaufen ist, das ist Markus Gewold von der Wasserrettung. Ihr arbeitet ja schon seit 15.30 Uhr, gestern seid ihr schon hier. Ihr habt auch in den Nachtstunden gearbeitet. Was kann man in der Nacht in so einem trüben Gewässer machen? Ja, das ist richtig. Die Einsatzkräfte sind gestern um 15.30 Uhr alarmiert worden von der Rettungsleitstelle, dass zwei Personen in die Salzach gestürzt sind. Ein Kind konnte glücklicherweise gerettet werden, das zweite ist leider in der Salzach vermisst. Wir haben da sofort begonnen, mit Taucher die Stelle abzusuchen. Das war leider negativ. Dann sind Boote ins Wasser gekommen und Sonargeräte. Und vor allem in der Nacht sieht man auf den Sonargeräten relativ gut durch den Kontrast, weil es ja dunkel ist und der Bildschirm dann das Bild einfach besser ist. Wir haben dann einige Stellen in der Salzach markiert können, die heute abgetaucht wurden, aber leider bis jetzt alles negativ. Wir befinden uns hier beim Kraftwerk, bei der Kraftwerkstufe in Gries im Pinzgau. Das ist ja schon einige Kilometer herunten. Hier ist das große Lager eingerichtet, die Einsatzleitung. Warum wird jetzt hier gesucht? Das ist richtig. Wir sind 4 Kilometer flussabwärts der Unfallstelle. Das ist ein Salzach-Kraftwerk und man kann sich das so vorstellen, da ist die Salzach zu. Das heißt, da ist ein Schnittpunkt, da kann die Person nicht mehr weitertreiben. Und bis hierher wird gesucht und nicht weiter. Es sind jetzt Taucher seitens der österreichischen Wasserrettung, Boote, ich habe auch schon Jetskis gesehen, die hier im Einsatz sind. Aber es sind auch Rettungstaucher der Cobra da, stimmt das? Richtig, ja, wir haben heute Vormittag Unterstützung bekommen von 4 Tauchern des Einsatzkommandos Cobra, die im Dienst waren und die haben dann daher verlegt und sind mit uns gemeinsam jetzt im Einsatz und unterstützen uns bei der Suchaktion. Wie ist die Sicht da unten in der Salzach? Wenn man raufschaut, ist es ja eine braune Brühe, aber wie geht es da den Tauchern dabei? Ja, wir hatten gestern am Abend ein relativ starkes Gewitter im Raum Pinzgau und deshalb ist die Sicht gleich null. Also der Taucher sieht von der Taucherbrille weg nichts mehr. Das heißt, man muss sich im wahrsten Sinne des Wortes vorantasten. Richtig, ja, der Taucher tastet sich einfach unter Wasser ab. Also wir markieren Punkte mit dem Sonargerät, dann wird eine Boje gesetzt und der Bereich wird dann abgetaucht. Wie lange werdet ihr hier noch im Einsatz sein? Wie stehen die Chancen, dass man diesen Vierjährigen noch findet? Ja, der Einsatz wird immer von der Behörde entschieden. Das heißt, es gibt alle 3-4 Stunden eine Einsatzleiterbesprechung. Da ist die Bezirkshauptmannschaft anwesend und die entscheidet den weiteren Einsatzverlauf. Und wenn die Behörde sagt, weitersuchen, dann werden wir unser Bestes geben, den Einsatz fortzusetzen. Weiß man schon etwas, wie es den Eltern geht? Na, darüber gibt es leider noch keine Auskunft. Die wurden vom Kriseninterventionsteam betreut und sind damit in besten Händen. Danke vielmals, Herr Gewolf. Ja, wie gesagt, momentan läuft die Suche hier an der Salzach noch auf Hochtouren. Man hofft natürlich, dass man den 4-jährigen Buben noch findet. Die Chancen, dass man ihn leben findet, sind leider Gottes sehr, sehr gering.